Ich weiß, wo die Kupplung ist. Soll ich dir das jetzt zeigen oder nicht? Ja, aber ich weiß, was eine Kupplung ist. Na gut. Okay. Na dann, kommst du alleine klar, ja? Ja, wir sind wieder zurück bei Days Gone. Und haben eine Hauptmission gestartet. Er muss ihn mit Zara begleiten, aber in der Vergangenheit. Irgendwann. So die Ladezeiten sind wirklich brutal in diesem Spiel. Als das erste Mal startest, hast du zwei enorm lange Ladezeiten. Hallo? Das Spiel bleibt hängen. Boah, krass. Hey, hey, hey! Was machst du da? Hier ist Parkverbot. Ich will nur Sarah abholen. Also dreh um und verschwende. Na los! Okay. Bewegung! Ja! Okay, ich hab's mir überlegt. Ich warte lieber hier auf Sie. Du kannst ja so lange weiter deinen Acker da bewachen. Officer Moore vom Haupttor, es gibt ein Problem. Hey, hör zu, Arschloch. Das hier ist Sperrgebiet. Jetzt verschwinde endlich. Okay. Hey, du bleibst da stehen. Und jetzt hau ab. Aber ich sagte doch schon, ich will nur Sarah. Siehst du das Schild da nicht? Oh, sieh einer an. Das habe ich doch gleich übersehen. Ich darf von der Waffe Gebrauch machen. Ja, danke. Ich kann lesen. Hey, was ist hier los? Tut mir leid, alles, Miss Whittaker. Alles gut, Tim. Kennen Sie das Arschloch? Ja, er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Ma'am. Ich Los wusste gehen. Nicht. Schon gut, wirklich. Tut mir leid. Oh, und Jim! Deacon! Ich gehöre nicht zu ihr. Sie gehört zu mir. Festhalten. Warum machst du das immer? Was denn? Das Arschloch spielen. Ach, komm schon, er hat angefangen. Wie alt bist du, 5? Achte auf die Kupplung. Du musst auf jeden Fall genug Gas geben. Ordentlich hochdrehen. Ich komm schon klar. Ja, das höre ich. Wo wollen wir hin? Über den Damm. Die Straße da ist schön ruhig. Wenn du fährst? Nein. Gehen wir heute Abend aus? Du wusstest es nicht genau. Scheiße, ja. Boozer und die Jungs wollen rüber nach Klamath State. Jack besuchen. Du versetzt mich wegen so einem Kerl im Gefängnis? Jack ist ein Freund. Ich weiß, ich weiß. Ich mach nur Spaß. Da hinten ist Rauch. Das wäre das Lager in der heutigen Zeit. Jetzt muss ich mal schauen, vielleicht finde ich dort das Traue in diesem Spiel zu, dass sie dort, wo jetzt die Lager sind mit dem Rauch, das Lagerfeuer siehst, dass das in der Rückblende nicht einfach auch drin ist. Für das hatte ich eine Ladezeit. Ich weiß echt nicht warum, aber immer wenn ich mit dir fahre, will uns so ein verdammter Laster umbringen. Oh mein Gott. Nein, 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 hör zu, das war gut, das war echt gut. Die meisten hätten Panik bekommen, zu stark eingelenkt und uns umgebracht. Ich hätte uns fast umgebracht, ich war... Nein, nein. Ich hab nicht aufgepasst, ich war abgelenkt. Hey, schon gut, schon gut. Durchatmen, alles gut. Hey, Moment, was meinst du mit abgelenkt? Nichts, ach, Ärger auf der Arbeit, das ist nichts. Oh. Okay, ich dachte nur, du hättest... Es wäre vielleicht mein neuer Patch. Dein was? Nein. Nomad? Warte, du verlässt den Club? Nein, ich verlasse nicht den Club. Das niemals. Nomad bedeutet, dass ich mich etwas zurückhalte. Von jetzt an. Dick, das habe ich nicht von dir verlangt. Ich weiß. Wenn es so wäre, hätte ich Nein gesagt. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ich meine, nein, aber doch, ich tu's. Okay.
dass du mein Leben gerettet hast. Tja, naja, ich tue, was ich kann. Hey, hey, Kupplung, Kupplung! Ich weiß, was die Kupplung ist. Okay, nein, nein. Die kennt. Also, glaubst du, dass deine Eltern kommen werden? Zu der Hochzeit? Keine Ahnung. Weißt du, ich dachte, wenn ich aus dem MC austrete... Das wird ihre Einstellung nicht ändern, Deacon. Aber du wirst es ihnen doch sagen. Ja, wenn du möchtest. Weißt du, ich werde mich nicht ändern. Oder dich. Um meine versnobten Eltern glücklich zu machen. Okay. Pass auf! Ich sehe sie. Hey, sind die auf dem Weg zu deinem Labor? Scheiße. Was ist mit dem MC? Werden sie kommen, obwohl du jetzt ein Nomad bist? Oh, ich weiß es nicht. Es ist sicher ein Weilchen her, dass einer von ihnen in der Kirche war. Und willst du wirklich, dass 27 Harleys vor der Kirche in Marion Forks aufkreuzen? Ja, eigentlich hätte ich das schon ganz gerne. Ah, okay. Miss Whitty, das Zeug. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Miss Whittaker, ja? Der Chef sucht Sie. Er sagt, es ist dringend. Es ist immer dringend. Sagen Sie ihm, ich komme. Okay. Ich muss los. Hey, hey. Sorry. Schon gut. Ist wahrscheinlich nur ein Feueralarm oder so. Okay. Zeig's Ihnen. Ich liebe dich. Ruf mich später an. Okay, dort sind wir ja schon mal gsi. Bin aber nicht reingekommen. Jetzt wissen wir nicht mehr, was dort drin ist, das Labor. Wahrscheinlich kommt der Virus von dort. Irgendeine Pflanze. Vor einer Pflanze etwas oder so. Genetisch manipulierte. In einer halben Stunde geht sicher das Spiel weiter. Ari, tut mir leid. Lass gut sein. Ari. Lass gut sein, Ricky. Es tut mir leid. Verdammte Scheiße. Freigabe. Freigabe. O'Brien, hier ist St. John. Kommen. O'Brien, hier ist... Geh an das Scheißfunkgerät! Ja, tolle Überraschung. Hör zu, die Nacht, als ihr abgehauen seid, du sagtest, ihr hättet keine Zivilisten mitgenommen, sondern nur Nero-Personal, Agenten und Leute mit Freigabe. Halt die Klappe und hör zu. Sarah, meine Frau, hatte die Freigabe. Sie trug im Helikopter ihren Ausweis bei sich. Also, tu mir einfach den Gefallen und guck's nach. Sarah Irene Whittaker. Sie arbeitete in Cloverdale für die Regierung. Sie forschte da an, weiß ich nicht, so einem Pharma... Keine Ahnung, okay, was weiß ich? Ich werde nachsehen. Okay, danke, O'Brien. Denk dran, du schuldest mir was. Ja, O'Brien Ende. Ich war mal Polizist. Ob du es glaubst oder nicht. Hey, Dick, wie geht's dir? Blair. Gut siehst du heute aus. Yep. St. John, hier spricht O'Brien. O'Brien, was gibt's? Wir müssen uns unbedingt treffen. Oh Gott, O'Brien, jetzt sag mir einfach, was du weißt. Ist sie am Leben oder nicht? Ich muss dir noch was geben. O'Brien... Ich schick dir die Koordinaten. Triff mich dort. Jetzt kommt's. Irgendwie traum gar nicht. Verflucht.
Iron Mike sucht nach dir. Er sagte... Boseman, hör mir zu. Sag ihm, dass ich zurückkomme. Ich muss... Erinnerst du dich noch an das, was ich gesagt habe? Die Nacht, als Sarah starb. Nero. Sie haben sich verpisst und nur ihre eigenen Leute mitgenommen. Agenten und Leute mit Freigabe. Warte, Dick. Wovon sprichst du denn da? Es ist wahrscheinlich nichts, aber ich muss da noch was regeln. Dicken Ende. Okay. Es sind zwei Missionen zu machen. Oder? Zuerst das. Information? Welche Information, O'Brien? Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen? Ja, vielleicht nicht das, was du erwartest. Ich habe noch geschossen. Halte mich vom Bike ab, aber das hier. Hey, ist der Junge gut angekommen? Hey, Dick. Ja, er ist etwas aufgewühlt. Miss Bike. Okay. Gut, gut. Iron Mike erzählt, er macht freiwillig Sumpfdienst. Ist das zu glauben? Oh, das glaube ich gern. Hey, sag mal, nennt er dich eigentlich Man? Ja, woher weißt du das? Oh, was ist das? War nur geraten. Bis bald, Ricky. Okay. Was ist hier? Ich muss mich genau umschauen. Okay. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Weiter geht's. Oh, das ist... St. John. Hattest du heute mit Kannibalen zu tun? Hey, Mike, ja, sie hatten sich Jeremy Givens geschnappt. Großer Gott, was bringt die Menschen dazu, alles aufzugeben, was sie von Tieren unterscheidet? Was? Na, wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt? Leck mich! Das sehe ich euch so. Hilfe! Hilfe! Hier drüben! Hilfe! Ich bin dran, halt durch! Hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh, ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann. Sag ihnen, es war Deacon. Die kennen mich. Einfach immer weiterlaufen. Beide die Straßen. Yes. St. John, du hattest heute mit Kannibalen zu tun? Hey, Mike, ja, sie hatten sich Jeremy Givens geschnappt. Großer Gott, was bringt die Menschen dazu, alles aufzugeben, was sie von Tieren unterscheidet? Tja, du weißt ja, was man sagt. 9 Mahlzeiten trennen uns vom absoluten Chaos. Und 9 Mahlzeiten sind jetzt wohl verzehrt. Ja, vielleicht. Danke, dass du dich umgerettet hast. Ich werde mit Arbeit eindecken. Vielleicht hält dir das von dieser Hölle fern. Klar, Mike. Ganz wie du meinst. St. John N. Schick mich da immer über die Nebenstraße. Da haben wir doch die Lager, glaube ich, geräumt, wo noch sie waren. Eins war und ein Nero sogar noch. Es gäbe noch viel zu entdecken in dieser Welt. Hier ist eine Ketzenherde rum. Ist nie mehr da gewesen. Schade. Aufpassen, ob irgendwelche Attentäter auf der Straße sind.
da oben. Das ist eine Hölle. Es ist stark. Und nicht so richtig. Aber es wäre auch noch so still, wo sie sicher der Mann sind. Sehr verstanden. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuropersonal, Regierungsbeamte und Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit. Östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Huch. Noch schlimmer. Ich glaube, es sollte jetzt noch möglichst alle Herden, Horden, die ich finde, killen. Weil schon bald könnte es krass werden. Vielleicht werden sie ja immer grösser, die Horden. Wieder im Camp. Das Lager gehe ich erst, wenn ich muss. Da fehlen noch extrem viele Punkte. Ich das noch machen. Hallo, O'Brien, wie ist es? Und zwar mit Schnellreis. Sollten wir da bis herkommen eigentlich? Muss gleich von hier, oder? Sensibel auf Lichttemperaturschwankungen. Also kalt haben sie sicher weniger gern und hell. Die Munition kann ich nicht anladen. Die Benzintanken tue ich noch schnell. Ausser wir haben hier irgendwo gerade. Aber ich wüsste nicht wo. Mal? Ich weiß wo. Ich hoffe, es lenkt mir so wie. O'Brien, mir ist die ganze Scheiße scheißegal. Boozer? Boozman, komm zurück! Ja, Dick. Hey, hör mir zu. Als wir vor einem Jahr bei Iron Mike waren, wollten wir nach Süden fahren, aber
Der Sentient-Pass war gesperrt. Wir kamen nicht durch. Er sagte, dass er noch einen Weg kennt. Dick, Iron Mike, es ist gerade nicht so gut, auf uns zu sprechen. Hör mir einfach zu, hör einfach zu. Weißt du noch, was er gesagt hat? Iron Mike? Was läuft da? Er brüstete sich damit, jeden Trampelpfad der Umgebung zu kennen. Er sagte, dass er Pfad kennt beim Mount Thielsen, sowas in der Art. Thielsen, ja, genau, das war's, der Thielsen-Pass. Ja, und warum zum Teufel? Warte. Nero? Scheiße, du hast mit... Sie lebt? Sarah lebt? Dick? Ah, es ist so eine... Okay, hör mir zu, O'Brien, er hat ihren Ausweis gefunden. Ja, Bruder, ich glaube, sie lebt noch. Dick, du hast bis zuletzt gehofft. So lange er brennt, das sollte recht schnell zu killen sein. Hey. Ist das stärker? Werden die stärker? Letztes Mal nicht mit brennen, direkt gekillt. Mann, ey. Ist das für einen? Das ist nochmal ganz eine andere Sorte im Fall. Huch! Uiuiui! Noch Schreier. Die hat mich auch noch fast verrutscht, da, die Saumor. Die stecken mehr ein, neue Dings. Ich weiß es nicht, aber... Die stecken mehr ein. Wenn es die geringste Chance gibt, dann... Irgendetwas passiert jetzt hier in dieser Welt. Ganz richtig, Scheiße, ich muss los, Ricky und Eddie brauchen Hilfe beim Aufstellen. Eines Schranks oder so. Hör zu, wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Boozer Ende. Okay. Bis bald, Boozman. Oh, Scheiße, hier war ja was los. Wir waren noch Benzin gesehen, brauchen wir nicht weg. Deacon, wo bist du? Hey, Ricky. Ich muss da noch was erledigen. Und kommst du dann zurück? Ob ich zurückkomme? Was soll das heißen? Boozer hat gesagt. Boozer sagte, hör zu, es gibt überhaupt nichts zu sagen. Man kommt nicht über den Sentient-Pass, das weißt du. Ja, ich komme zurück. Also, wie gesagt, ich hab was zu erledigen. Dicken Ende. Na, das ist das Fragezeichen, sieht aber Mutz. Ist auf jeden Fall deutlich das Schwerste bis jetzt. Weiß auch nicht, ob jetzt wieder eine Horde in der Hölle wäre. Mal wieder Upgrade-Punkt schaffen. Ui, falsch ab. Ja, Jungs. Die sind noch Standard. Werdet ihr bezahlen. Ich hänge euch persönlich am höchsten Baum, auf den ich finde. Und während ihr euer Leben aushaucht, vierteilen wir euch und verfüttern euch an eure geliebten Freaks. Das ist ein Versprechen. Erstmal kommt dann für Radio Free Oregon. Glaubt, sie lügen nicht. Jakob, ich muss leider sagen, mir gefällt die Scheiße genauso wenig wie dir. Mach, was du willst. Da kann ich was draus machen. Wo ist er? Zeit weg. Aber hier ist noch ein. Macht sie die viel aufmerksamer. Ja, das war noch nie.
Geht auch nicht mehr, das hat schon immer geklappt. Blödsinn, was zu sagen. Ich weiß ja, dass du hier nicht gestorben bist. Ist eine Angewohnheit. Hier herzukommen, ab und zu mal mit dir zu reden, das hat, hat verhindert, dass ich durchdrehe. Weißt du, also danke. Ja, okay. Sehr gut. Entweder einen Fernkampf nochmal. Das wäre auch nicht schlecht für den Kampf. Das wird ja eigentlich auch. Komm, wir nehmen mal das. Eigentlich nichts Wichtiges, aber dass es aufgeht. Dann holen wir das da. Bessere Regeneration. Ich wollte eh alle Punkte aufspielen, also von dem her. Was da für neue Sachen passieren jetzt mit den Zombies. Ich habe herausgefunden, dass sie eine Form von Intelligenz haben. Was auch sehr negativ ist. Ah, du bist aber weit weg. Gut. Die Zombies nicht. Was da so abgeht.
Bam! Endlich! Verdammt! Also die Standard-Zombies sind einzeln kein Problem mehr. Höchstens vielleicht mal, weil sie eine Herde haben. Das erkennen wir. Ich höre den auch noch. Den ganzen Weg hier runter. Ah, im Kampf. Und die Sire hängen wir her, oder? Ich sehe sie noch nie. Ah, da ist er. Dass immer noch als Kampf sich rote Anteile hat. Ich müsste mal im Lager am See, im Wald, Fleisch vorbeibringen, muss mal ein bisschen sammeln, dass ich dort den Punkt erhöhen kann. Das ist, glaube ich, die einzige Mission, die machbar ist, oder? Sarah finden, krass. Ich hab gute Sachen heute. Was? Wie geht's dir? Auf Geld fürs Tanken ausgehen. Ja, so gut wie neu. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Oder nehmen wir noch Munition? Deacon, ich freu mich. Hey Blair. Wie läuft der Waffenhandel? Gute Wahl. Ja, gut. Sehr gut. Die macht gute Geschäfte mit mir. Na dann. Hey, Dick. Sei vorsichtig da draußen. Nummer 6000 Stutzi. Na schön, mal sehen, was der alte Mann will. Dann mache ich das nächste Mal hier weiter.